Hallo meine Damen und Herren, auf zum nächsten Screencast. Meine Imageberaterin aus Lübeck hat mir gesagt, ich soll auch ruhig mal ein bisschen lächeln während dieser Screencasts. Das tue ich hier aus besonderem Grunde auch, weil ich möchte damit gerne einen kleinen Kontrapunkt setzen zu dem, wie schon mehrfach angekündigt, jetzt ziemlich trockenen Thema, was jetzt kommt. Also lächeln Sie dabei und dann durch. Also nicht Augen zu und durch, sondern bitte Augen auf und durch. Legen wir direkt auch einfach los. Betrachten wir jetzt zunächst Begriffe der Geldrechnung. Anschließend betrachten wir Begriffe der Erfolgsrechnung. Und dann als drittes die Begriffe der Kostenrechnung. Das erste Begriffspaar der Geldrechnung sind die Begriffe Auszahlungen und Einzahlungen. Ebenso gehört das Begriffspaar Ausgaben und Einnahmen zur Geldrechnung. In der Erfolgsrechnung stehen sich der Aufwand und der Ertrag gegenüber und in der Kostenrechnung sind es die Begrifflichkeiten Kosten und Leistungen, die sich hier gegenüberstehen. Die Begriffe Ausgaben, Einnahmen, Aufwand und Ertrag werden pagatorische Rechnung genannt, ebenso wie die Auszahlungen und die Einzahlungen. Alle diese vier Begriffe gehören zur pagatorischen Rechnung. Das Begriffspaar Kosten und Leistungen, das stellt die kalkulatorische Rechnung dar. Der Grund für diese unterschiedliche Benennung ist in der wiederum unterschiedlichen Betrachtungsweise zu sehen, nämlich der nominellen bzw. der substanzwertorientierten Betrachtung. Unter nomineller Betrachtung versteht man eine Betrachtung, bei der am Ende nur das, was tatsächlich an Geld geflossen ist, also rein zahlenmäßig betrachtet wird. Und es geht darum, nominell genau die Abläufe wiederzuspiegeln, die stattfinden. Während bei der substanzwertorientierten Betrachtung es darum geht, die Substanz eines Wirtschaftsgutes zu erhalten. Also es geht nicht unbedingt darum, wie viel Euro für eine Sache ausgegeben wurden, sondern es geht darum, die Substanz zu erhalten. Die Idee des Wiederbeschaffungswertes kommt damit automatisch auf. Das hatten wir ja im letzten Screencast schon intensiv besprochen, deswegen gehe ich da jetzt an dieser Stelle nicht nochmals drauf ein. Schauen wir uns jetzt die hier genannten Begriffe im Detail an. Unter Auszahlungen wird der Abfluss von Geldmitteln verstanden. Hierbei ist es völlig unerheblich, ob es sich dabei um Barmittel handelt, also um tatsächliches Geld in Form von Scheinen, Münzen oder ob es sich um Buchgeld handelt, was dort abfließt, also Geld, das auf dem Bankkonto gelegen hat und von dort zum Beispiel überwiesen wird. Beispiele, die als Auszahlungen genannt werden können, sind Barkäufe. Eine Auszahlung liegt auch vor, wenn die Gehälter per Überweisung gezahlt werden oder wenn das Unternehmen für Waren oder Dienstleistungen, die es bestellt hat, Vorauszahlungen geleistet hat. Das direkte Gegenteil zu den Auszahlungen sind die Einzahlungen. Es handelt sich also um den Zufluss von Geldmitteln. Auch hier ist wieder unerheblich, ob es sich dabei um Bargeld oder um Buchgeld handelt. Beispiele für die Einzahlungen können Bareinlagen sein, also Bareinlagen, das ist, wenn die Anteilseigner Geldmittel in das Unternehmen stecken. Es können auch Barverkäufe sein, der angebotenen Waren oder Dienstleistungen, auch das zählt zu den Einzahlungen. Ebenso erhaltene Zahlungen auf Kunden- bzw. eben Debitorenrechnungen. Im letztgenannten Fall haben, wie gesagt, die Kunden ihre Rechnungen ausgeglichen. Der Begriff Ausgaben beinhaltet nun eine Ausweitung des Begriffs Auszahlung, denn er beschreibt eine Verminderung des Geldvermögens. So beinhalten die Ausgaben neben sämtlichen Auszahlungen, die wir eben besprochen haben, auch Forderungsabgänge.
und Schuldenzugänge. Gibt das Unternehmen beispielsweise einen Nachlass auf eine bereits erstellte Kundenrechnung, was ja im Grunde genommen eine Art Forderungsabgang ist, denn die vermindern sich dann die Forderungen, dann ist das eine Ausgabe. Ebenso wie der Kauf von Waren oder Dienstleistungen auf Zahlungsziel, also gegen Rechnung. Denn in diesem Fall gehen dem Unternehmen Schulden zu. Das logische Gegenteil zu den Ausgaben stellen die Einnahmen dar. Es handelt sich in diesem Fall um eine Erhöhung des Geldvermögens. Wiederum sind sämtliche Einzahlungen, also das, was wir eben besprochen haben, in den Einnahmen enthalten. Weiterhin stellen alle Forderungszugänge Einnahmen dar und somit eine Erhöhung des Geldvermögens. Forderungszugänge entstehen im Wesentlichen durch den Absatz der erstellten Waren oder Dienstleistungen und die zugehörige Erstellung der Rechnung. Denn es entstehen Forderungen. Forderungen gehen zu. Denn bereits ab diesem Zeitpunkt stehen, wie gesagt, dem Unternehmen die Forderungen zu, obwohl noch kein Bar- oder Buchgeld geflossen ist. Ebenso stellen Schuldenabgänge, zum Beispiel durch gewährte Nachlässe auf bereits bestehende Lieferantenrechnungen, Einnahmen dar. Wenn mir also mein Lieferant noch einen Nachlass auf eine Rechnung gibt, dann ist das ein Schuldenabgang und es ist für mich eine Einnahme. Das nächste Begriffspaar, das es zu definieren gilt, sind die Begriffe Aufwand und Ertrag. Diese Begriffe werden in der Erfolgsrechnung betrachtet, also werden sie in der Finanzbuchhaltung zugerechnet. Dort in der Finanzbuchhaltung werden sie auch erfasst. Die Auswirkungen sämtlicher Aufwendungen und Erträge fließen am Ende in die Gewinn- und Verlustrechnung, die wir Ihnen hier in Form eines T-Kontos darstellen. Sämtliche Aufwendungen werden links, sämtliche Erträge werden rechts zusammengefasst. Da der Saldo links und rechts immer gleich sein muss, bedeuten also höhere Erträge als Aufwendungen einen auf der linken Seite des Kontos ausgewiesenen Gewinn. Sind die Aufwendungen höher als die Erträge, so wird auf der rechten Seite des Kontos ein Verlust ausgewiesen. So kann man sich auch leicht die Bezeichnung Gewinn- und Verlustrechnung merken. Gewinne stehen links, Verluste stehen rechts. In beiden Fällen ist der Saldo, also die Summe aller Beträge links und rechts des Kontos, identisch. Ja, was bedeutet jetzt der Begriff Aufwand? Um dies zu erklären, differenzieren wir diesen Begriff in zwei Untergruppen, nämlich zum einen den Zweck- und Betriebsaufwand und zum anderen den neutralen Aufwand. Der neutrale Aufwand wird danach weiter differenziert, und zwar in den betriebsfremden, den außerordentlichen und den periodenfremden Aufwand. Was unter diesen Begriffen im Detail zu verstehen ist, erklären wir später. Unter dem Zweck- und Betriebsaufwand versteht man denjenigen Aufwand, der bei der Leistungserstellung und der Leistungsverwertung, also dem eigentlichen Betriebszweck des Unternehmens, entsteht. Dieser Zweckaufwand ist auch ein Teil der Kosten, so wie sie in der Kostenrechnung definiert werden. Beispiele für den Betriebs- oder auch Zweckaufwand sind zum Beispiel der Verbrauch an Roh- und Hilfsstoffen bzw. Betriebsstoffen, angefallene Löhne und Gehälter zur Erfüllung des Betriebszweckes sowie alle möglichen Aufwendungen für bezogene Leistungen zur Erfüllung des Betriebszwecks. Im Gegensatz dazu dient der neutrale Aufwand eben nicht direkt, regelmäßig oder periodengerecht der Realisierung des eigentlichen Betriebszwecks. Und genau aus diesem Grunde wird der neutrale Aufwand eben nicht in der Kostenrechnung angesetzt. Hinter den drei zuvor genannten Bestandteilen des neutralen Aufwandes verbirgen sich nun folgende Hintergründe. Als betriebsfremder Aufwand wird derjenige Aufwand bezeichnet, bei dem kein Zusammenhang zur Leistungserstellung oder der Leistungsverwertung, also dem eigentlichen Betriebszweck des Unternehmens, zu erkennen ist.
Beispielhaft seien hier Spenden an karitative Unternehmen genannt oder auch Abschreibungen auf Finanzanlagen, die nicht zum Betriebszweck gehören. Ebenso wie Verluste aus Wertpapiergeschäften, die ebenfalls nicht zum Betriebszweck zu zählen sind. Der außerordentliche Aufwand steht im Gegensatz zum betriebsfremden Aufwand zwar im Zusammenhang mit der Leistungserstellung bzw. der Leistungsverwertung, also dem eigentlichen Betriebszweck, aber wie der Name schon sagt, er fällt unregelmäßig und bestenfalls vereinzelt an, sonst wäre er ja nicht außerordentlich. Als Beispiele können hier Verluste aus Anlagenverkäufen genannt werden. Das bedeutet, ein Anlagegut, also zum Beispiel ein Auto, wird zu einem Preis verkauft, der unter dem Buchwert liegt, also unter dem Wert, der in der Finanzbuchhaltung festgehalten wird. Stellen Sie sich vor, in der Finanzbuchhaltung ist Ihr Fahrzeug noch mit 5.000 Euro gebucht und festgehalten, hat noch einen Restwert von 5.000 Euro. Sie verkaufen dieses Auto, erzielen am Markt aber dummerweise nur 4.000 Euro. Dumm gelaufen, Pech gehabt, das wäre in diesem Fall dann eben ein außerordentlicher Aufwand und würde, wie gesagt, dem neutralen Aufwand zuzurechnen sein. Ein weiteres Beispiel wären Forderungsverluste. Nehmen Sie an, ein Kunde von Ihnen geht in die Insolvenz, das sollte auch nicht regelmäßig passieren, deswegen außerordentlicher Aufwand. Auch periodenfremder Aufwand steht im Zusammenhang mit dem Betriebszweck. Allerdings ist er einer anderen Abrechnungsperiode als der jeweils betrachteten zuzurechnen. Beispiel hierfür können Steuernachzahlungen sein, die aus einer Betriebsprüfung resultieren können. Sie fallen naturgemäß an, nachdem die sie betreffende Periode bereits abgelaufen ist. Als weiteres Beispiel kann man sich Prozesskosten vorstellen, die für juristische Prozesse anfallen, die bereits in der Vorperiode abgeschlossen sind. Nachdem nun der Begriff Aufwand ziemlich detailliert beschrieben worden ist, gehen wir dann im nächsten Screencast auf das Gegenteil, nämlich den Ertrag ein. Das ist dann schon eine etwas fröhlichere Sache, da versuche ich dann sogar noch mehr zu lächeln. Bis dahin, tschüss. Oh!